Ebenen. Holzfarm ist bei mir gar kein Problem. So viel vor der Bude direkt. Und wenn, dann einfach ein Logeddon und ein Armageddon aktivieren. Ja, ich hab auch viel hier, aber ich hab's halt ewig. Soll ich dir mal einen Logeddon schicken? Mitten in die Base? No, mitten in die Base. Machen wir nicht, oder? Nee, das ist kacke. Heute mal nicht. Oh, hier ist ganz schön viel Kupfer, du. Ganz schön viel Kupfer, soll ich mir mal markieren. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Kupfer brauche. Kommt das in Zukunft aber häufig nochmal? Oder sobald man alles auf Eisen hat, ist Kupfer irrelevant? Ich denke, man braucht das bestimmt immer mal wieder. Besonders für zum Bauen. Hier wieder riesige Stelle Kupfer. Die Erdbeeren muss ich mal anpflanzen, du. Ich muss allgemein mir auch mal irgendwie einen Garten setzen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wo und wie. Brauchen die Tageslicht? Oder kann man die auch überdachen? Keine Ahnung. Weil ich hatte so eine Idee. Wie wäre denn das, wenn ich in meiner Base, in dem Gebäude, auf einem bestimmten Bereich einfach mal den Steinboden wegnehme und dort was anpflanze? Innerhalb der Base. Überdacht. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das geht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich auch nicht. Ah, okay. Jetzt sind wir uns ja klar. Ich auch nicht. Was? Ich habe hier wieder so eine schöne Krypta gefunden, wo man sich draufstellen kann. Oh ja. Wenn du mal wieder Full-Links farmen wirst. Was? Das stand, war das nicht die, wo wir letztens drauf standen? Guck bei mir. Ich habe zwei markiert. Ach so, okay. Die weiter vorne ist glaube ich, die, wo wir drauf standen. Zwei Sterne, Hirsch, Alter. Ja. Keine Ahnung, warum ich mich so sehr freue. Ist eigentlich nur ein Hirsch. Aber es waren zwei Sterne, Hirsch. Ah, hier. Ach, Hirsch! Ein bayerischer Hirsch. Ach, Hirsch. So, also jetzt hier müsste ich jetzt langsam mal in den Sumpf rein. Und ich bin der Meinung, der Baum, der ist irgendwo hier in dem Bereich, ist der aufgetaucht. Natürlich ist da was im Wasser. Aber wie das überhaupt Egel sein sollen, verstehe ich nicht ganz. Die sind so groß und so lang wie Schlangen. Ja, Egel sind Schlangen in der Welt einfach größer. Oh Gott, dann will ich keine Schlangen treffen. Endlich. Kann doch das ganze Stück nicht schwimmen, oder? Wie sind wir da reingegangen? In den Sumpf? Über die Ebene, oder was? Ne, dort sind über die Ecke, doch. Das ist so eine große Strecke zum Schwimmen. Da kommt doch 100 pro unterwegs was und schnabuliert dich. Wir sind dann später auch über die Dings drüben hier. Sag schon, über die Ebene. Über die Ebene. Das sag ich doch, ja gerade, ich gehe wahrscheinlich lieber über die Ebene rein. Ja, zu viel Schwimmstrecke. Nur ein Feigling. Ich schwimme doch jetzt nicht, wenn ich weiß, dass da Egel drin sind. Hat doch mit Feigling nichts zu tun. So würde nur ein Feigling antworten. Sondern mit Logik. Und hier gibt's Zinn. Möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Logok. Aber wohin damit? Ding, 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 ding.
Ja, hier hat sie mal reingelaufen. Diese Stelle geht viel besser. Ich muss jetzt mal meine Schmiede abgraben. Ach nein! Ein Schild blocken und dann einfach den ersten. Und der will dir auf dich zukommen. Warten. Jetzt hab ich ihn nicht. Ja, genau. Hab ihn nicht getroffen. Ganz ruhig. Kann der nicht mit dem Schild blocken? Nee, aber. Fuck you! Fuck you! Das war zu spät. Das ist so eine Mistviecher! Wie kann so ein Vieh so overpowered sein? So eine kleine dreckige Wespe. Ich bin auch kein Fan davon, obwohl ich es schon etwas lustig finde. Gerade. Bisschen. Zumindest. Mein Charakter ist immer noch eine Frau, oder? Schon, da war mal was. Ja, die haben mich einfach umgewandelt. Wurrack. Ich muss die Forge woanders hinstellen. Das bringt mir alles nichts hier. Das bringt mir alles keine Bonuspunkte. Was mich ärgert. Ich habe den Raum doch ein bisschen zu klein gebaut. Die Kullerei woanders hinsetzen. Ach, jetzt wird's schon wieder dunkel. Auch blöd, ne? Vielleicht lieber schlafen gehen, bevor wir da reingehen. Und vielleicht kannst du diesmal mitkommen. Ja, ich habe doch gesagt, lass mich doch erstmal ein bisschen machen hier. Ich hätte dich eh die Leiche halt im Dunkeln holen. Dort im Haus ist ein Bett, wenn du erstmal ins Bett wirst. Kann ich nicht, dann ist dein Bett weg. Ich habe das eh nicht geclaimt gerade. Ich will aber das Bett hier nicht. Oh, so. So sind sie. Also schlafen oder nicht? Ja, ich habe mich kurz hingelegt. Ja, wenn du jetzt eh in der Base gerade bist. Aber ich habe mittlerweile Komfort 5. Und irgendwann fange ich mal an, meinen Schlafsaal zu bauen. Aber davor muss natürlich erstmal der Thronsaal sitzen. Hat's nicht leicht. So. Wenn man so cool wie ich bin, ist. Also ich gehe jetzt meine Leiche holen. Hoffentlich. 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 Wenn die Bären ja. Die scheiß Biene wird noch rumsummt. Rumschwirrt. Weiß ich gar nicht, wie ich an mein Zeug rankommen soll. You just don't. Ein Korwood. Oh, wir machen dich fertig.
da ist sie. Ich sehe sie schon wieder. Und ich werde verfolgt von irgendwas. Rollten der Baum jetzt so weit weg. Oh. Oh, habe ich mich gerade erschreckt hier. Wo kommt ihr denn her? Aus Schnaufhausen. Bitte sehr. Diesen ganzen Mist von diesen Gatewalls nicht mehr aufnehmen müssen. Mach doch nicht. Du musst doch keine Grey Dwarfs mehr looten. Ja, es liegt halt sonst rum, ne? Ja. Ich kann halt nichts droppen sehen und es halt nicht mehr sehen. Auf und Trash es in deinem Inventar. Hast du den Mod, oder? Den Trash habe ich jetzt noch? Nee, habe ich noch nicht rein. Würde ich reinmachen, weil er auch das Autosort mit drin hat und so. Hm. Also ich habe... Warte mal, ich guck mal auch, wie der bei mir heißt. Der heißt, Autoschwert. Quick, Stack, Store, Sword, Trash, Restock bei Golden Revolver. Okay. Golden Revolver. Den brauchst du von denen. Na gut. Den sieht er zu sagen, junge Dame. Waren wir hier oben in dem Sumpf eigentlich noch gar nicht? In die Richtung? No, da ist bei mir noch ein bisschen Nebel. Ach, du bist da mal lang gerannt, aber ich noch nicht. Ja. Ich bin da oben rumgelaunt. Mhm. Ja, und da oben müsste irgendwo der Baum sein, glaube ich. Das ist die Frage, was brauche ich? Hier ich irgendwo noch war der. Bitte, die interessiert mich nicht. Ich denke mal, die Eisenaxt könnte man jetzt mal angehen. Hast du schon die Spitzhacke und den Bogen? Ich glaube, die würde ich als erstes machen. Eine Spitzhacke habe ich. Dann upgraden. Besser habe ich. Ja, na gut, wir haben ja mittlerweile gut was da hier an Items. Muss ich jetzt quasi einfach nur aufstehen und laut machen oder so, dass der Baum kann aufsteht? Sein, ja. Oder? Ich bin der Meinung, der war irgendwo hier um die Ecke. Mhm. Weißt du was? Wir gehen mal verkaufen. Ich weiß halt bloß nicht, wie ihr Spawnverhalten funktioniert. Ob die wirklich einen festen Punkt haben oder ob das einfach komplett... Das ist doch einer, oder? Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Genau hier ist er also. Wenn das wirklich jedes Mal so ist, dann markiere ich den mal so als so eine Art Boss oder sowas. Oder sogar noch ein bisschen weiter rein. So, ja. Mehr Platz man auf einmal in Kisten hat. Jetzt müsste man den nur irgendwie in die Ebene ziehen, ne? Ja, quasi. Oder war das nicht sogar so, dass er aus dem Sumpfbereich gar nicht rausgekommen ist, dass man dann einfach sich hier vorne auf das Gras anstellen konnte? Nee, der kam dann auch raus. Der kam dann auch raus, ja? Der kam dann später, glaube ich, auch raus. Das hat man ja dann irgendwie mitgekriegt. Du musstest die Loks da einfach nur angreifen. Hm. Die sehe ich aber gerade gar nicht.
Weiß gar nicht, ob die gerade da sind. Die hatten den ja dann gemacht. Oh, ich hatte schon halb down. Ach ja, schlecht. Ja, ist wieder zurück. Die Fliege von hinten. Das wär's jetzt, ne? Dreh mich um, bumm, Fliege. Er läuft zurück. Aber ich treffe ihn immer wieder ganz gut. Gott sei Dank ist er ein relativ großes Target, ne? Relativ, ja. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere große Targets gibt. Bestimmt aber. Bestimmt kommt da noch irgendwas, keine Ahnung. In den Mistlands vielleicht. Also ich glaube, in den Gebirgen hast du bloß die Wölfe und dann in den Caves von den Gebirgen hast du die Werwölfe, ne? Ich hab die sind jetzt nicht so riesig. Too much. Ach, ach, ach. Guck mal, der fängt von hier an immer wieder an zurückzurennen. Kann den problemlos hin und her kiten. Dauert nur ein Weilchen, aber ganz gut. Oh, jetzt fehlt mir Feigenwut. Wenn der sich nicht ständig hier wieder löschen würde, wäre es noch ein bisschen einfacher. Ja, aber das kann man auch noch hin. Ich frage mich, ob er gegen die Feuerviecher kämpfen würde. Oder ob da wieder das Biomzeug greift. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat mich auch gefragt, ob... Skelette zum Beispiel? Ja. Skelette zum Beispiel sind ja auch teilweise auch aus dem gleichen Biom wie Grauzwerge, kämpfen trotzdem gegen die. Wenn die Untoten sind, ne? Wenn du den auf dieses Feuer von diesen Spawnern dort setzt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man es schafft, den da drauf zu ziehen. Einfach permanent brennt. Boah, wieder. Jetzt bloß die Frage, wie lange braucht er zum Respawn? Wenn ich denn jetzt wirklich hier farmen möchte. Dann geht das nicht. Oh, wo rennt denn der hin? Der rennt gerade woanders hin, nicht wo er hergekommen ist. Komischerweise. Wieso macht er das? Vielleicht geht er seine Cousins holen. Was soll er machen? The more the merrier. Hohoho, was hat er mich getroffen? Ja! Diesmal verfolgt er mich ein bisschen länger. Ebenen? Viecher? Ist hier irgendwas? Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Leute? Wespe? Wo bist du? Ah, er rennt zurück. Ja, klar. Hab ihn, glaube ich, sogar. Hab ihn schon.
Oh, jetzt kommt eine Wespe an. Alter, leck mich. Leck mich, warum kommt jetzt eine Wespe an? Ich schaff die einfach nicht. Ja. Jetzt schwirrt hier einfach so eine Wespe in dem Bereich rum und killt die... die Egel im Wasser. Ich meine, solange sie sich um die Egel kümmert und nicht um dich, ist doch alles fein. Wood. Ein Wood. Da sehe ich einen Drauger, aber keine Ahnung, was für einer. So, Stufe 6. Meine Schmiede. Was fehlt mir jetzt eigentlich noch? Was habe ich noch nicht gebaut? Das habe ich, das habe ich. Ah, der Anvil. Oh, der kostet auch 20 Eisen, ich weiß nicht. Ich habe eine Wespe getroffen. Von ganz weit weg. Easy. Geil, und ganz viel Wurzel. Jetzt würde ich noch gerne die Drops von der Wespe sehen. Wo ist die gestorben? Fuck, wo sind die Drops? Droppt die überhaupt was? Ja. Was hier? Nee, Moltebeeren. Hier ist dieses blöde Ke- Ah! Fuck you! Wirklich? Kam noch eine andere Wespe einfach dazu. Und ich sehe leider nicht, wo der Drop von der ersten Wespe ist. Lass mich in Ruhe! Ich kann die einfach nicht killen. Ich habe versucht im Kampf, es geht nicht. Ich krieg das Timing nicht hin. Durch ein Schild haut sie durch. Und mit dem Bogen treffe ich sie nicht. Ah, okay, sehr gut. Habe ich jetzt Glibber und ein bisschen Wurzeln. Ach, der hat schon Schwert und Schild, ich kann dir den noch was geben. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ich schon hier vorne bin, baue ich noch ein bisschen Zinn ab und bringe das dann alles nach Hause. Oh, da fällt wieder Feinwort. Was ist denn los hier? Ich sollte wirklich mal so eine große Farm-Action machen. Was Farm? Holz. Holz? Mach doch. Kannst du doch machen? Ja, ich würde auch irgendwie die Zeit vertreiben, bis der Baum respawnt. Vielleicht ist er schon respawnt? Ich weiß es nicht. Ich will erstmal ein bisschen Zinn einsammeln und das Zeug nach Hause bringen, weißt du? Dass erstmal alles gesichert ist. Steht doch einer, oder? Theoretisch, wenn du das Timing richtig genau hinbekommst, dann könntest du ja die Wespe eigentlich in dem Moment treffen, wo sie auf dich zukommt, ne? Ja, das habe ich ja vorhin versucht zu sagen, ja. Na, aber das musst du ja, ich weiß nicht, ich habe das Timing dafür noch nicht. Ich muss dafür noch ein paar Mal gegen so eine Viecher kämpfen und das überleben. Mhm.
mal wieder anfangen, Steine zu farmen. Erstmal das Eisen verwerten. Ein bisschen Zinn gefarmt. Und einen Baum getötet. Noch ein paar andere Drops mitgebracht. Ich denke, das war doch ein erfolgreicher Ausflug. Nö. Bin nur einmal gestorben. Verfluchte Wespen. Also jetzt halt die Frage, wolltest du jetzt nochmal irgendwie in den Sumpf reingehen und nochmal eine Krypta suchen? Oder soll ich jetzt einfach in Ruhe Bäume farmen? Du kannst in Ruhe machen jetzt. Also ich müsste jetzt auch erstmal ein paar andere Sachen machen. Ja. Ich weiß so ein bisschen auch, was meine Videoplanung angeht. Ich würde jetzt quasi die Aufnahme jetzt hier ausmachen, weil ich jetzt 5-mal oder 6-mal das gleiche machen werde, einfach nur Bäume farmen. Und im nächsten Video würde ich dann mal den Progress zeigen. Na klar. Also Progress kommt von Pro, weil ich ja so ein Pro bin. Nicht von Pro? Was? 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 Du bist ein Arschloch. Wer treten eigentlich permanent meine Fackeln um? Ich. Ja? Nee. Keine Ahnung, was mit deinen Fackeln ist. Setz die immer hier richtig an die Wand und wenn ich wiederkomme, ist die umgedreht und schwebt in der Luft. Achso, ja, doch, das bin ich. Oh, doch. Okay.